Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe Emotional Pur. Ich bin für Sie wieder unterwegs hier im Europapark und neben mir sitzt auch schon ein Mitglied der Inhaberfamilie, Herr Thomas Mack. Und wir befinden uns hier auch schon in einer wunderbaren Bar, trinken Cocktails, den sogenannten Zanzibar Beach Club. Wie genau entstand denn die Idee? Der Europapark liegt in einer wunderschönen Ecke. Wir haben auch die meisten Sonnenstunden in Deutschland. Was wir leider nicht haben, ist ein Strand. Und da kam mir eben die Idee, hier bei uns noch so eine Beach-Location aufzubauen, wo man dann gemütlich einen Cocktail trinken kann, schön Musik hören kann und einfach den Tag genießen kann. Jetzt ist ja der Zanzibar Beach Club nicht nur ein Event, sondern es gibt viele weitere im August. Was gibt es noch so für Angebote? Der August ist gespickt mit vielen tollen Highlights. Nicht, dass der Park auch länger geöffnet hat im August. Wir haben auch tolle Shows, beispielsweise um 9:30 jeden Abend die Imperio Show im Colosseo. Eine tolle Show mit Akrobatik, Tanz und vielen Überraschungen. Es gibt freitags immer die Afterpark Lounge, eine tolle Disco-Chill-Out-Area mit einem genialen DJ. Wir haben momentan Exchange, eine tolle A Cappella-Gruppe aus Amerika, die hier bei uns im Europapark, die täglich auftreten. Und ein besonderes Highlight für mich sind doch die südafrikanischen Wochen, die wir jetzt schon zum 6. Mal durchführen. Eine alte Idee aus Südafrika, wo ich mal gearbeitet habe und dort zwei tolle Köchinnen kennengelernt habe, die jetzt hier bei uns jeden Abend südafrikanisch kochen. Das hört sich alles super spannend an. Ich würde sagen, darauf stoßen wir an, oder? Zum Wohl. Vom Zanzibar Beach Club geht es für mich weiter zu den südafrikanischen Wochen. Ja, und neben mir sitzen auch schon die bezaubernden Köchinnen der südafrikanischen Wochen. It's really nice having you here in the Europa Park. Tell me, what can the guests expect when it comes to the South African weeks? A whole buffet with freshly made food, wonderful salads, a big selection of salads. And then on the hot side, the speciality on the side is the barbecue. Our country stands for barbe, for braai. And then on the dessert, lots of fresh fruit and our traditional malva pudding. And just a lot of fresh and lovely, interesting food. Now I'm getting really hungry. This time for Europa Park. Thank you so much. Have a great night. Hi guys. Hi guys. It's okay. I have to admit, you guys are really rocking the Europa Park. It's so much fun here. It's so much energy. Everybody here is having a good time, and so are we. So, did you guys have time to take some roller coaster trips or something? Of course. I mean, Blue Fire, Silver Star, Vodan, all of them are our favorite. I mean, each of us has our own favorite, probably. But yeah, we've had so much fun being able to ride those and then to meet so many different types of people. So I want you to perform maybe something for the show. It's called Emotional Pur, a show which is made here in the Europa Park. Can you be spontaneous and just give me some rhymes? Dark. Everybody loves Europa Park. We're having a good time. Everybody's fun. Oh, I wish there was some sun. Oh! Ja, liebe Zuschauer, das war Emotional Pur hier im Europa Park. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und freue mich, wenn Sie auch wieder das nächste Mal mit dabei sind. Bye!